Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ein ganz, ganz lieber, besonderer Gruß soll auch an alle meine neuen Abonnenten gehen. Ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt und wünsche mir natürlich, dass es euch hier gefällt. Heute zeige ich euch den zweiten und letzten Teil meiner Blush-Sammlung. Im letzten Video ging es ja bereits um meine MAC Refills und vor allem aber um meine depotteten Drogerie-Blushes, die ich in MAC-Paletten eingesetzt habe. Heute zeige ich euch den ganzen Rest. Somit habt ihr meine komplette Blush-Sammlung gesehen, so wie sie derzeit ist. Wisst damit wahrscheinlich mehr als mein Mann, der meine Videos nicht schaut, und das ist auch gut so. Heute habe ich mehr so speziellere Blushes, LE-Blushes aus der Drogerie, Blushes, die ich vielleicht auch aufgrund der Prägung überhaupt nicht vorhabe zu verwenden. Ja, ich habe auch schon ein Video dazu, in dem ich jedes einzelne Blush nochmal in die Hand nehme und zeige. Und zwar war das damals, als ich mir die Frage gestellt habe, was behalte ich denn überhaupt und was sortiere ich aus. Ich verlinke das nochmal unten, falls ich heute nicht jedes Blush hier im Detail nochmal durchgehen sollte. Ja, und würde sagen, es geht los. Also ich habe meine Blushes hier in so einer Schublade drin, an der Seite die Paletten, und dann habe ich hier vorne die Blushes, da hinten sind noch gepresste Puder, da hinten sind meine Bronzer, die ich aber irgendwie, also hier in der Ecke da hinten, ne, ich schwenke euch da mal hin, hier, da hinten in der Ecke sind meine Bronzer, und dann habe ich noch ein paar Blushes, die ich extra aufbewahre, weil sie ja für mich nicht so in dieses Drogerie-Blush-Spektrum reinpassen. Und zwar zeige ich euch die vielleicht zuerst, dann ist es nämlich erledigt. Ach, da sieht man meine Schokoladenpapiere hier, weg. Und zwar habe ich, auf die bin ich allerdings auch schon mal eingegangen, von Urban Decay, welche aus dieser Afterglow Blush-Reihe. Ein Video mit Swatches, wie gesagt, verlinke ich euch unten. Ich habe Quiver, ich habe Bang, ich habe Bittersweet, ich habe Rapture, ich habe Video und ich habe Fetisch. Das sind meine Urban Decay Blushes, und die, ich muss es ja irgendwie aufteilen, und die habe ich eben woanders, dass ich da den Durchblick behalte. Dann habe ich noch zwei Chanel Blushes. Das eine ist aus einer LE vom, ich weiß gar nicht genau von wann. Ich habe das irgendwann mal in einem Müller-Aufsteller, also in so einem Display, habe ich das gesehen und war damals eigentlich auf der Suche nach einem Lidschatten. Und zwar ist das die Farbe 79 Rouge. War damals auf der Suche nach einem Lidschatten und habe so einen Lidschatten damals wirklich nirgends gefunden. Das war letztes Jahr. Und dann wollte ich das Blush kaufen und es war nirgendwo mehr erhältlich. Und dann habe ich mir das dann irgendwann bestellen können aus einer anderen Stadt und war dann richtig froh, das dann endlich erwischt zu haben. Und finde es mittlerweile auch als Blush natürlich wunderschön. Ja, und dann das andere noch, ihr kennt es ja zur Genüge aus der aktuellen Herbstkollektion, was aber keine LE sein wird, dieses Blush, sondern ein Standardsortimentprodukt, die Farbe 320. Ja, wie gesagt, in der aktuellen Herbstkollektion bei Chanel, ich muss es ja nicht jedes Mal erwähnen. Dann habe ich noch ein paar MAC Blushes. Als ich die ersten Blushes gekauft habe, habe ich noch keine Refills gekauft. Und zwar mein allererstes Blush von MAC ist Spring Sheen gewesen. Das ist sogar schon mein zweites oder drittes Döschen. Ich habe das am Anfang, glaube ich, als einziges Blush verwendet überhaupt. Ja, Spring Sheen, wie gesagt. Ich habe das aber auch noch mal im Refill. Dann habe ich hier noch Breezy. Auch ein ganz, ganz schöner Ton, mehr so für den Herbst. Und dann habe ich noch die Farben Gentle und Warm Soul und Lovejoy. Und dann habe ich noch zwei LE Blushes von MAC. Wer mich kennt, der kann sich vorstellen, warum ich die gekauft habe. Die waren auch gar nicht so gejagt irgendwie. Die sind schön glittery. Aus welcher LE das ist, weiß ich aber gar nicht. Uplifting heißt dieses Blush. Swatches dazu gibt es auch in diesem einen besagten Video. Ich setze euch unten alles nochmal rein. Und dann Please Yourself heißt das andere. Das ist dann mehr so, hat mehr so einen Bärenton. So sieht das aus. Ja, das sind dann also quasi die Blushes, die nicht in dieser Schublade schlummern.
durch die wir uns jetzt mal gemeinsam durchkämpfen werden. Hups. Ja, hier vorne sind die Sleek Paletten, die ich euch aber im letzten Video schon gezeigt habe. Diese Blush by Three Paletten. Die habe ich alle hier unten drin. Dann noch diese Elf Palette, die ich euch gezeigt habe. Und dann noch zwei aus der aktuellen Trended Up Infinitely Beauty LE. Die aus dem Standardsortiment habe ich ja alle depotted. Aber die beiden, die habe ich aufbewahrt und gerade das hier in der Farbe 20 kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr auf diese LE noch nicht aufmerksam geworden seid, achtet da unbedingt mal drauf, das sind ganz tolle Lippenprodukte dabei, die wahnsinnig lange halten und ein schönes mattes Finish geben, da sind super Lidschatten dabei, matte Lidschatten, auch ein ganz schönes Rot und eben diese Blushes, wobei ich vor allem den hier jetzt für den Winter empfehlen kann. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal hier, wo machen wir denn weiter? Ja, wir machen hier weiter, da hinten, da habe ich jetzt hier von Essence einen, aus der Happy Girls Are Pretty LE, dann von Rival de Lupiang Rouge and Highlight, wobei ich finde, mit Highlighter hat es irgendwie nichts zu tun. Dann habe ich noch hier diesen berühmten von P2 aus der Meet Me in Venice LE, das ist dieser bärenfarbene in der Farbe Fortune, da habe ich mir auch noch ein Backup gesichert, damit ich das hier jetzt endlich mal aufbrauchen kann. Ich wollte damals unbedingt eigentlich diesen helleren Ton haben und habe aber nur noch den hier bekommen und bin jetzt aber mittlerweile froh. Ich glaube, ich wollte, weiß gar nicht, ich glaube, ich wollte beide. Dann habe ich aus der Catch the Glow LE von P2 auch noch zwei Stück. Dann, genau, ich könnte die eigentlich auch fast zulassen immer, weil, wie gesagt, ein Video, wo alle offen gezeigt werden, habe ich schon. Dann habe ich noch zwei aus der P2 Some Like It Hot LE, zeige ich euch mal trotzdem wegen der Prägung. Da war so ein goldenes Overspray drauf, ich glaube, beim anderen sieht man das noch. Ein bisschen. So. Mittlerweile habe ich aber ehrlich gesagt auch begonnen, mir Blushes zu kaufen, um sie gar nicht zu verwenden. Und dann aus der P2 Blossom Stories LE ein Blush. Ich muss mal gucken, ich denke, das wird irgendwann auch depotted. Aber noch geht's, die Dose ist nicht allzu groß. Eigentlich wollte ich ja die Blushes, so wie ich sie habe, nicht depotten und wahrscheinlich wird das auch so bleiben. Dann hier von Rival de Lupiang. Ein Cupcake-Blush aus irgendeiner LE. Dann habe ich hier aus der Funfair LE von Essence einen Blush noch übrig behalten. Und dann da drüben, ich glaube, das ist jetzt wieder P2. Es ist ziemlich viel P2 dabei eigentlich. Und Catrice, hier diese Herzchen aus der Just Dreamlike LE. Die sehr, sehr, sehr stauben, aber ja, irgendwie sind die süß und die haben halt so einen schönen Schimmer mit drin. Dann habe ich hier lauter Catrice Blushes, glaube ich, bis auf eins. Das hier ist von Essence aus der Naughty Girl LE. Das kann ich euch wirklich, wirklich nur empfehlen, falls ihr das mal irgendwo noch finden solltet, bei Kleiderkreisel oder auf Schnäppchenschloss. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe für die Drogerie. Auch nach wie vor finde ich sehr, sehr selten eigentlich. Das ist so ein, ja, so ein seidig schimmerndes, seidig mattes Rot mit so ein bisschen Goldreflexen. Also ein ganz, ganz tolles Blush. Dann habe ich da hinten noch eins aus der Essence Hello Autumn LE, welches sich dem Hautton anpasst oder ja, dem pH-Wert der Haut. Und dann sind da hinten noch Catrice Blushes jeglicher Art. Geht da noch mal ein bisschen durch. Die habe ich halt auch vor allem deswegen aufbewahrt, weil ja, die lassen sich halt auch gut aufbewahren, gut stapeln sozusagen. Hier sind noch welche. Und da dauert es auch, finde ich, nicht so lange, um ein bestimmtes Blush zu finden, wie jetzt zum Beispiel bei den Sleek Blushes, wo man diese schwarze Umverpackung hat und es dann auffummeln muss und allein vom Namen her manchmal vielleicht trotzdem noch nicht so recht weiß, wie der Farbton jetzt genau aussieht. Das hier ist aus dem Standardsortiment, das Multi Matte Blush von Catrice in der Farbe La Lavender. Das kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen. Das ist, gut, mittlerweile weiß ich es gar nicht genau, ob es einzigartig in der Drogerie ist mit der ganzen Sortimentsumstellung jetzt. Aber ich finde das vom Farbton her, gerade auch für den Herbst, ganz, ganz toll und es ist halt matt. Also ich glaube, in diesem kühlen Farbbereich gibt es nach wie vor eigentlich nicht so viel in der Drogerie.
Das könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Das andere, das hellere, das finde ich jetzt nicht so spannend, einfach von der Farbe her, aber das finde ich wirklich schön. Und speziell, ja. Ich kaufe halt vor allem dann gerne, wenn Blushes speziell sind. Wobei, wenn ich, ja, ich kaufe, also bei Blushes kaufe ich mittlerweile echt nicht mehr alles. Also gerade was so Essence betrifft hier, jetzt das mit dem Regenschirm oder irgendwelche Herzchen-Highlighter, wo ich, nee, nee, nee. Das ist mir dann irgendwie nichts. Irgendwo muss der Topf ja auch einen Deckel haben. So, dann habe ich da vorne hier noch drin aus der Essence The Beach House LE. Das ist zum Beispiel so ein Blush, wo ich mir ein paar Mal überlegt habe, ob ich das kaufen soll. Ich finde es schon fast irgendwie ein bisschen. Ja, weiß auch nicht. Also, das hätte ich fast stehen gelassen. Jetzt ist es halt doch da. Dann, was haben wir hier noch? Ah ja, aus der Viva Brasil LE. Also, das hier, da weiß ich auch gar nicht so genau, ob ich das überhaupt verwenden möchte. Die meisten von denen, die ich euch gezeigt habe, habe ich eigentlich schon verwendet. Ja, ich glaube, da ist jetzt keines dabei, wo ich gesagt habe, die möchte ich nur zum Sammeln. Gerade nochmal durchgucken. Nee, nee. Die hier auch heiß geliebt und gern verwendet aus der Essence Viva Brasil LE. Dann habe ich da unten noch eins. Ah ja, das habe ich mir bei Kleiderkreisel mal mit dem Highlighter zusammen ergaunert. Aus der The Twilight Saga, das Breaking Dawn Part 2 Blush. Ich war damals, als die LE in den Läden war, noch nicht so. Ich hatte es noch nicht so drauf, was Drogerie-LEs betraf. Ich war da natürlich schon ab und zu bei DM, in der Kosmetikecke natürlich, aber habe es mir überhaupt nicht kapiert. Wenn dann da stand dann halt manchmal irgendwas rum und ich hatte aber überhaupt keinen Peil, ob das jetzt ein LE ist oder ob es das vielleicht immer gibt oder nur manchmal oder ja. Und da diese LE doch relativ berüchtigt ist, berühmt berüchtigt, habe ich es mir dann irgendwann in der über die Kleiderkreiselseite sichern können. Hier noch zwei Blushes, die leider aus dem Essence Standardsortiment rausgegangen sind. Sehr, sehr schade, wenn ihr die noch irgendwo bekommen solltet. Aber ich glaube, dass die mit der letzten Sortimentsumstellung schon gegangen sind. Also mit der vorletzten, besser gesagt. Ja, dann schaut euch die nochmal an, falls ihr die irgendwo sehen solltet. Allerdings habe ich gerade bei Essence das Gefühl, dass diese Blushes mit dem Farbverlauf sehr, sehr oft in LEs aufgegriffen werden. Also es gibt zum Beispiel zwei LE-Blushes, eins aus der Roller Girl LE und eins aus der irgendwas mit Beach Fever oder Beach Cruiser LE oder was, wo ich meine, dass eigentlich genau sowas hier nochmal aufgegriffen wurde. Genauso wie jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich es rumfahren habe, das Blush, ah ja, hier, das Blush aus der aktuellen Essence LE. Ich denke, das müsste so ziemlich dasselbe sein. Wir machen das mal auf. Oder vielleicht ist es auch ein Mix aus den anderen beiden. Ja, so. Also das hier oben ist das aus der aktuellen LE, da unten ist das eine aus dem Standardsortiment und aus dem ehemaligen Standardsortiment. Ich glaube, die haben da so eine Mischung gemacht, ne? Ich habe auch schon gehört, ich war da nämlich noch nicht drin. Ich weiß auch nicht, ob ich da rein soll in dieses Runde, dass das sehr, sehr gut pigmentiert sein soll und damit würde es auch den anderen beiden entsprechen. Ja, das nur so als kleines nebenbei Geschwätz, falls es euch interessiert. Dann habe ich hier noch eins von Alverde aus einer erst kürzlich dagewesenen LE. Blumenwiese heißt das. Das gab es in zwei Farben. Ich habe diese eine. Und dann habe ich noch ein Blush, was ich nicht verwenden möchte und zwei, die ich nicht verwenden möchte. Das eine habe ich nach ewig langer Suche. Ich hätt auch nicht mehr dran geglaubt. Hier aus der Lights of Orient LE ist das. Ich habe das bei Schnäppchen Schloss gefunden. Ich linke euch den Link. Ich setze euch den Link unten rein. Schnäppchen Schloss ist so eine Seite, da bekommt ihr, ich habe das Gefühl, ausgelistete oder nur vorübergehend im Sortiment befindliche Drogerie-Blushes.
Produkte. Also da gibt es nicht nur Kosmetik, da gibt es auch andere Sachen, aber ich habe mich dort halt bisher nur für dekorative Kosmetik interessiert. Dort gibt es auch sehr, sehr viele Essie-Nagellacke, wenn ihr euch für Nagellacke interessieren solltet. Und ja, eben wie gesagt, auch oft noch Monate später LE-Produkte, die es vielleicht sogar im Laden bei euch überhaupt gar nicht gegeben hat. Kann ich euch nur empfehlen, da wirklich immer mal wieder so reinzugucken. Und dann noch ein Blush, was ich auch im Laden nirgendwo, doch, ich habe es dann, glaube ich, irgendwann nochmal sogar gesehen, aus der Catrice Sound of Silence LE. Da war ich auch noch nicht drin und ich traue mich auch nicht. Ich glaube, bei den beiden, da wird es nur ein bisschen dauern. Ja, dann habe ich noch zwei, die könntet ihr vielleicht sogar noch bekommen. In unserem Müller waren die noch. Ich habe sie online bestellt, aus der Misslin LE, zwei Blushes. Es gibt jetzt auch bei Douglas, habe ich gesehen, von YouStar gibt es jetzt Blushes und Highlighter, die genauso in der Verpackung aufgemacht sind. Wenn ich den finde, setze ich euch den Link unten rein, zumindest von einem der Produkte. Das sieht für mich echt so aus, als wäre das die gleiche Marke. Ich kann euch nicht helfen. Da ist auch hier unten bei diesen Douglas-Produkten so ein Aufdruck drauf. Und das sind eben die beiden Blushes, die es in der LE gab. Es gab dazu noch zwei Bronzer. Und ja, die ich im Übrigen da hinten habe. Ich bin ja gut vorbereitet, ne? So, hier. Und ja, das ist die Misslin LE. Wenn euch da was interessiert, wie gesagt, schaut nochmal bei euer Müller vorbei oder versucht es irgendwie online zu bekommen. Ja, diese Dinger habe ich da drin. Und ach, wisst ihr was, jetzt hatte ich es da so schön drin und jetzt geht es nicht mehr rein. Naja, das räume ich später auf. Dann, wie weit bin ich denn? Ja, dann habe ich hier hinten noch zwei Oschis, die ich am liebsten depottet hätte. Aber ich glaube, die wären dann kaputt gegangen aus der P2 Culture Spirit LE. Diese zwei, ja, sieht aus wie so Ohrenschützer, ne? Ja, aber depotten ist schlecht bei sowas, ne? Schaut mal hier. Mit diese gebackenen Produkte. Ich mache das mal bei einem Lidschatten, ja, aber hier nicht. Aber die sind halt so wahnsinnig dick, ne? Bah. Gut, egal. Dann habe ich noch einen Blush von BH Cosmetics. Ich mag die Marke gar nicht. Mittlerweile habe ich bis auf die Galaxy Chic und ich glaube eine Metallic Palette und dieses Blush alles abgeben können, verkaufen können. Dieses Blush war mal bei einer Bestellung mit dabei. Ich habe mir das nicht gekauft. Das kostet, glaube ich, naja, bei BH Cosmetics ist das manchmal so ein bisschen undurchsichtig. Wenn sie gerade Aktionen haben, kosten die Blushes irgendwie 10 Euro oder so. Und wenn mal keine Aktion ist, dann kosten, also damit man quasi viel bestellt, um irgendwie versandkostenfrei, oder wenn es irgendwie so versandkostenfreie Lieferung haben, sind die Produkte bei BH Cosmetics teilweise viel teurer, als wenn keine Aktion ist. Ne? Wenn keine Aktion ist, kostet das Blush, glaube ich, 5 Euro. Da gibt es auch mehrere davon aus dieser Reihe, die sind ganz okay, aber ich würde jetzt niemals wegen so einem Blush bei BH Cosmetics bestellen, es sei denn, ihr seid Verpackungsopfer von außen. Ja. Stichwort Verpackungsopfer. Ja, ich habe hier drei Produkte von Art Deco mit drin. Ja, zwei Blushes, ein Highlighter, der auch hier drin ist, weil er, glaube ich, aus derselben Reihe ist. Nee, stimmt gar nicht. Okay, ich zeige euch vom letzten Sommer aus der hier Blush Couture Talbot Runhof Kollektion ein Blush. Ich möchte es nicht verwenden. So sieht das aus. Vielleicht verwende ich es irgendwann doch. Aber erstmal nicht. Ja, so sieht das aus. Ich hatte mir das gar nicht gekauft, um es nicht zu verwenden. Aber es war dann halt so schön, dass ich mich da Wochen und Monate lang nicht dran getraut habe. Im selben Zug hatte ich mir damals auch den Arctic Beauty Highlighter gekauft. Da war mir aber klar, dass ich ihn nicht verwenden werde, denn er ist für meinen Hautton absolut nicht geeignet. So sieht der aus. Ich finde, wenn man so ein bisschen Verpackungsopfer ist und sich gerne schöne Blushes kauft, ohne sie zu verwenden oder ohne verwenden zu wollen,
ist Art Deco eine recht gefährliche Adresse. So ein Teil kostet meistens um die 20 Euro. Ja, aber wenn ich mir jetzt High-End-Produkte kaufe, dann gehe ich da rein. Also bei High-End-Produkten mache ich das nicht, bis auf, ihr wisst es, auf meinen Guerlain Terracotta Bronzer. Wer ihn nochmal sehen möchte, ich habe ihn hier. So sieht er aus. Ja, da wusste ich schon beim Kaufen oder beim Bestellen, dass ich den nicht verwenden möchte. Das ist mein, ist es mein einziges Guerlain-Produkt? Ja. Einziges Guerlain-Produkt und es möchte untouched bleiben. So, dann Art Deco, aktuell erhältlich. Ich finde schon die Schachtel, ja, ich muss euch das reinhalten. Ich finde ja schon die Schachtel so wahnsinnig süß. Auch ein Blush, wie gesagt, aus der aktuellen LE, das Döschen ist auch zum Niederknien. Ich glaube, wenn man älter wird, dann freundet man sich mit Art Deco an. Früher fand ich das immer ein bisschen langweilig. Dieses Blush sieht ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Ich finde, es ist von der Farbzusammenstellung nicht unbedingt interessant, aber ihr müsst da mal reingehen. Also ich verkaufe das Blush auch sehr, sehr oft, wenn ich arbeite, denn die Kundinnen laufen da oft einfach dran vorbei. Wenn man das aber gemixt aufträgt oder da gemixt mit dem Finger durchgeht, hat es eine richtig, richtig schöne Farbe, eine richtig spezielle Herbstfarbe, nicht zu braun, nicht zu rot, nicht zu orange. Also wenn ihr da am Tester vorbeilauft und ein Blush sucht, guckt es euch mal an und es ist matt vor allem. Na? Und wie gesagt, da sind doch mehrere Damen immer wieder überrascht, wie schön das Blush ist, weil es halt irgendwie nicht so ansprechend aussieht. Jetzt nur der Tester alleine, aber das Schächtelchen sieht schön aus. So. Dann habe ich noch zwei aus der kürzlichen P2 LE. Wie hieß die denn? Die hieß, ja, wie hieß sie denn? Beauty Voyage LE. Ja, die sind in Ordnung. Ich finde sie ganz, ich finde sie optisch eigentlich auch in Ordnung so für die Sammlung. Ich benutze sie auch. Bin mir noch nicht so sicher, ob die vielleicht etwas fleckig sind. Also ich glaube, das Rote nicht so sehr, das andere vielleicht. Die sind jetzt nicht schlecht, aber also ich finde sie, sie sind mir in der Sammlung irgendwie lieber als diese beiden Teile da. Bei denen hatte ich mir auch lange überlegt, ob ich sie abgeben soll oder nicht. Hier diese zwei. Aber die sind schon, irgendwie haben die für mich so einen nostalgischen Sammlerwert, diese beiden Teile. Ich kann es euch auch nicht sagen, warum. So, dann kommen wir jetzt aber zu Blushes, die ihr alle noch bekommt. Und zwar meine, ach nee, doch noch nicht. Ich zeige euch noch zwei Stück von Make-Up Factory. Das eine, das bekommt ihr noch. Da, ihr bekommt, glaube ich, im Moment sogar beide. Also Make-Up Factory hat wirklich ganz, ganz nette Blushes, auch LEs teilweise. Hier ist einmal ein Blush und hier ist das aus der aktuellen Herbst-LE. Da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr euch für Blushes dieser Art interessiert. Ja. So, jetzt aber kommen wir zu meinen Milani-Blushes. Und zwar habe ich mir die allesamt bei, wo habe ich mir die alle bestellt? Bei Amazon, glaube ich, ja. Ich habe mir die alle bei Amazon bestellt und zwar sage ich euch mal, was sich in meiner Sammlung befindet. Ich habe Bella Rosa, ich habe Berry Amore. Ich verlinke euch das Video nochmal unten, wo die alle geswatcht sind. Ich habe Coralina, ich habe Bellissimo Bronze, ich habe Luminoso, ich habe Red Vino und ich habe Rose Doro. Ja, das sind also von diesen, von den Blushes in dieser Aufmachung hier. Und ja, da müsst ihr nur drauf achten. Ich denke, man weiß es mittlerweile schon fast, dass diese Blushes bei Amazon im Preis schwanken. Also die sind manchmal sehr, sehr teuer und manchmal haben sie einen normalen Preis. Normaler Preis für so ein Blush ist maximal 7,50 Euro, würde ich mal sagen. Wenn das Blush mehr kostet, dann kauft es nicht und wartet noch ein bisschen ab. Das wird sich dann nämlich auch wieder normalisieren. Ich habe keine Ahnung, worauf das ankommt und wann die Blushes teurer sind und wann sie günstiger sind. Ja, dann habe ich noch welche von diesen Rose Powder Blushes. Die habe ich mir auch bei Amazon bestellt und bei Hype Cosmetics.
Ja, da muss man allerdings ein kleines bisschen aufpassen. Mir sind da bei Amazon schon zwei Blushes geliefert worden, die zerbröselt angekommen sind. Also die sind so ein bisschen dangerous, was den Versand betrifft. Das war dann zwar kein Problem. Also ich konnte mir einmal eine Ersatzlieferung anfordern und das alte behalten. Also die haben gesagt, sie brauchen das nicht zurück. Und beim zweiten Mal war das Blush leider nicht mehr vorrätig. Da habe ich dann das Geld wieder bekommen. Nur dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet und nicht enttäuscht seid, falls es wirklich kaputt ankommt. Ich habe da die Farben Tea Rose, Romantic Rose, Warm Petals und eine ganz, ganz eine geile Farbe, die Farbe Lady Rouge. Das ist auch leider die, die mir kaputt angekommen ist. Da gab es dann keinen Ersatz mehr. Ich habe das dann rausgekratzt, gepresst, aber da war die Farbabgabe danach irgendwie nicht mehr ganz so gut. Und ich habe es mir dann irgendwann, als es eben wieder da war, nochmal bestellt. Also ihr seht auch, die kommen auch immer wieder rein. Dann, was habe ich hier noch? Ah ja, noch ein Blush, was ich nicht verwenden möchte, aus der aktuellen Catrice LE, aus der Retrospective LE, vielleicht kaufe ich mir das sogar nochmal, wenn ich es irgendwo finde, um es zu verwenden. Ich muss heute, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, mal schauen, ob ich das noch erwische. Dann kaufe ich es mir, glaube ich, nochmal. Ja. So. Und dann habe ich hier auch noch ein ganz, ganz, ganz tolles. Das müsstet ihr vielleicht sogar auch noch bei Schnäppchenschluss bekommen. Aus der Denim Divine LE von Catrice. Sorry, ich zeige euch das immer gar nicht so richtig. Hier dieses Blush. Und ein sehr, sehr pudriges, aber doch schönes Blush aus dem P2 Standardsortiment, dieses Profi Contouring Blush. Das staubt wie blöde, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann noch die beiden Blushes aus der P2 Sunshine Goddess LE. Ja, kann man haben, muss man nicht. Gibt es auch gar nicht mehr. Nur falls ihr das nicht mehr bekommen habt. Seid nicht traurig. So, dann habe ich noch welche aus dem Standardsortiment. Und zwar sind das hier von Max Factor, diese Blushes, die ich euch wirklich nur empfehlen kann. Diese Pastel oder diese Compact Powder Blushes. Ja, die wollte ich auch nicht, die Potten, weil sie zum einen so gebacken sind, glaube ich. Und ja, also die sind mir irgendwie zu besonders gewesen, um sie zu depotten. Versteht ihr? Ich habe da schon so ein bisschen versucht, so nach emotionalen Werten auch zu gehen. Ja, die Max Factor Blushes, die ich euch allesamt empfehlen kann. Dann habe ich noch zwei Stück von Alterra aus der Beauty Diva LE, die relativ teuer waren mit 5 Euro, glaube ich, aber eine sehr, sehr schöne Farbabgabe. Und dann kommen wir hier zu den letzten Blushes und dann habt ihr es geschafft. Dann gratuliere ich euch für euer Durchhaltevermögen. Und zwar hier von Lavera zwei Stück. Lavera gibt es bei Müller. Ich habe das ja letztens schon erwähnt. Achtet da wirklich ab und zu mal drauf, wenn ihr in einem Müller seid. Die haben wirklich durchaus ab und zu ganz, ganz nette Dinge mit dabei. Da habe ich eben noch zwei Blushes von. Und ebenso von Benecos. Das ist auch eine Marke von Müller. Die haben, ja, wobei da ist es mit der Pigmentierung so ein bisschen unterschiedlich. Da ist ein Blush aus einer LE dabei und das andere aus dem Standardsortiment. Wobei ich sagen muss, das eine habe ich mir nur gekauft, weil ganz, ganz viele auch Blogger geschrieben haben, das sei so ein tolles, universal einsetzbares Rouge in der Farbe Mellow Rose. Aber ich muss sagen, weiß nicht, vielleicht sind die alle blasser als ich. Es geht. Ja, so. Das ist ungefähr so wie, ja, das ist irgendwie so ein YouTube Made Me Buy It. Wisst ihr, was ich meine? Also so wie früher vielleicht Sleek Paletten, also so ganz, ganz früher, ne, so zu Darum Zeiten, wer die noch kennt, da wollte jeder die Sleek Storm Palette, ne? Ja, und so war das eben hier mit dem Blush. Und ja, dann hier wie gesagt noch eins von Lavera. Das ist auch ein sehr, sehr schönes. Lavera gab es, glaube ich, auch mal eine LE im Dings, ne? Im DM. Dann habe ich hier von Sante noch ein Blush. Das habe ich aber, muss ich sagen, noch nie verwendet. Weiß gar nicht, ich habe mir das irgendwann mal mit einer Freundin zusammen gekauft. Das ist irgendwie total schön, aber ich war ernsthaft noch gar nicht drin. Lassen wir jetzt auch mal. Und ja, ich habe nichts mehr. Das war's. Ich hoffe,
ihr hattet ein bisschen Spaß, mir zumindest zuzuhören. Vielleicht war es auch eine schöne Geschichte zum Einschlafen und ihr schlaft jetzt gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich habe einiges im Kopf, was ich für euch abfilmen möchte. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.